Hallo Leute, am 15.11.2021 habe ich zum ersten Mal mit einem Christen mich unterhalten oder debattiert, und zwar über den Ursprung des Lebens. Und das war dann einfach nur eine Diskussion. Da hier in meinen Augen zumindest konstruktive Lehren zu finden sind, mache ich mal ein kurzes Reaktionsvideo und greife ein paar Punkte auf, eben ein Lessons Learned Video. Ich selber habe hierbei gelernt, dass Diskussionen zwar wesentlich spannender und unterhaltsamer sind, aber die Teilnehmer nicht in so strukturierte Denkabläufe gezwungen werden wie in einer formalen Debatte. Die festen Abläufe in einer Debatte sind allerdings meist nur einseitige Monologe, die wenig an originellen Informationen an den Zuschauer übermitteln. Das sind dann meist nur voreingenommene Bestätigungen für diese Zuschauer. Und für mich ist die Unterhaltung, also sprich Diskussion, fruchtbarer, wenn auf Augenhöhe diskutiert wird und die Teilnehmer klare Punkte haben, die sie abarbeiten möchten. Wenn das nicht so ist, wirkt die Diskussion allerdings schnell chaotisch und wenig interessant. Und das ist ein Dilemma, was ich selber auch nicht zufriedenstellend beantworten kann, ganz, ganz ehrlich. Und ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt besser ist und für wen. Also in meinen Augen, es ging ja jetzt hier um Lennox, einen Christen. Der hat in meinen Augen entweder nicht zugehört oder nicht verarbeitet, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, der hatte da technische Probleme und war dann mit sich selbst beschäftigt und hat da irgendwie gar nicht mitbekommen, was ich da gesagt habe. Weil ich habe ja ganz klar und bereitwillig zugestimmt, dass wir über den Ursprung von Universum, Leben und Bewusstsein keine klaren Aussagen machen können. Also wir jetzt, wir als Menschheit. Und das war und das ist immer noch meine Ausgangssituation. Und Lennox hingegen hat ganz klar gesagt, er könne mit Gewissheit sagen, dass sein Gott verantwortlich war. Er hat auch das Thema nicht so richtig verstanden und behauptet, dass hier nach 34 Minuten, dass wir nur über seinen Gott reden. Oder zumindest einen Gott, welcher auch immer. Und seine Behauptung ist dann, wir haben keine ausreichende Erklärung für die Urzelle, daher Gott. Mehr ist das nicht. Ich lege mich nicht fest, wenn ich das nicht kann. Ich schließe nichts aus und behaupte auch nicht, dass das Leben auf eine bestimmte Art entstanden ist. Nur, dass fähige Köpfe sehr überzeugende Modelle entwickelt haben, die auf Fakten basieren und durchaus den Ursprung darstellen können. Und Wissenschaften haben bereits gezeigt, wie eine Zelle entstehen kann. Nur ist das ein reiner RNA-Kern mit einer Zellwand allerdings, also virenähnlich, also ohne Fähigkeit der Reproduktion und ohne Stoffwechsel. Und diese Wissenschaftler haben eine Zelle hergestellt, ohne allwissend oder allmächtig zu sein. Lennox reicht das nicht und behauptet einfach munter drauf los. Er beginnt mit der Fehlinformation, dass wir einen großen Teil kodierte Informationen in unseren Zellen tragen, basierend auf der Informationstheorie. Also hier werden ganz viele Sachen durcheinander geworfen, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Okay, ich versuche mal ein bisschen Ordnung hier reinzubringen. Die Informationstheorie, die gibt es ja erst ein paar Jahrzehnte. Und die beschäftigt sich primär mit der Datenübertragung und der Kommunikation. Das heißt also, da geht es um Datenübertragungssicherheit und die Fähigkeit, möglichst schnell möglichst viele Informationen zu übertragen, auf welche Art auch immer. Und Codierung ist ein Vorgang, in dem Daten entweder komprimiert, abgesichert oder chiffriert werden. Ein rein menschliches Unterfangen. Im modernen Zellkern haben wir unsere Gene oder unser Erbgut, was als DNA bekannt ist. Und die Folge dieser kompletten Nukleotiden ist aber kein Code, sondern es ist einfach nur Materie, organische Chemie. Und um das Thema der Molekularbiologie verständlicher zu machen, wird aber auch umgangssprachlich von Code und Information geredet, aber als Analogie. Und das ist der große Unterschied. Was jetzt passiert, ist, dass diese Analogie von Lennox zur Beweisführung herangezogen wird, nicht aber das Ausgangsmaterial. Das ist nicht gerade ehrlich, aber er macht das häufig, dass er dann versucht, eine Analogie zu beweisen oder belegen oder was, aber nicht das, worauf die Analogie eigentlich basiert. Also, nee, das geht wirklich nicht. Also DNA wird als Information bezeichnet, weil hier eine Abfolge verschiedener RNA- oder Proteinstrukturen erfolgt, die wiederum bestimmte Merkmale der Zelltypen ausmachen. Da jetzt einfach so plump zu argumentieren, so à la Paley,
Wo Informationen fließen, muss ein intelligenter Informationsgeber vorhanden sein, nämlich mein Lieblingsgott. Das ist doch extrem unehrlich und in der heutigen Zeit auch ziemlich dumm. Wir benutzen in der realen Welt halt nicht jedes Mal die chemischen Strukturen oder sogar die Bezeichnungen für die Moleküle, sondern kürzen das als, weiß nicht, C, G, A, T oder was immer ab. Menschen machen das, nicht die Biologie. Also das, was wir jetzt hier sehen, das gibt es seit Ewigkeiten und wurde in meinen Augen von Stephen Meyer auf die Spitze getrieben, der ein ganzes Buch über dieses Thema verfasst hat. Nur ist das Buch mit all seinen Behauptungen mehrfach widerlegt und sogar parodiert worden, weil es wirklich grottenschlecht ist. Warum kommt ein Christ, der dieses heutzutage versucht, nicht mal auf die Idee nachzusehen, ob dies vielleicht schon widerlegt wurde? Warum bauen die darauf, dass es eventuell möglich ist, dass der Gegenüber das nicht weiß und auch nicht von alleine drauf kommt und deswegen darauf reinfällt? Das macht es doch nicht ehrlich. Und wie ich ja anhand einiger Beispiele gezeigt habe, stehen mir als Mensch Informationen, also Daten über etwas oder jemanden zur Verfügung, die keinen intelligenten Sender benötigen. Ich verfüge über die notwendige Intelligenz, Informationen auch anderweitig zu beziehen. Wenn ich ein Rascheln im Gebüsch höre, gibt es keinen intelligenten Sender, der mir Informationen schickt. Ich weiß nicht, ob es ein Löwe oder der Wind war und reagiere prompt, um mich zu schützen. Anhand dieser Information, dass es dort raschelt. Wenn es der Wind war, kann ich wieder relaxen. Wenn es ein Löwe ist, muss ich mich entscheiden, ob ich fliehe oder kämpfe oder erstarre. Und das wiederum hängt ab von der Information, die ich habe, nämlich die Kombination aus meiner Bewaffnung, aus meiner Schnelligkeit und wie gefährlich der Löwe für mich erscheint. Alles Informationen ohne intelligenten Sender, nur meine Interpretation der vorhandenen Daten, ohne einen Gott. Und da spielt die Datenübertragung in der Informationstheorie keinerlei Rolle. Das ist alles überflüssig. Das ist eine überflüssige Behauptung und ein reines Ablenkungsmanöver. Das ist dann der klassische Strohmann, der Aufbau eines sinnlosen Arguments, was nichts mit der eigentlichen Thematik oder dem, was ich vorgebracht habe, zu tun hat. Und Lennox wiederholt wieder und wieder, dass es darum geht zu zeigen, dass ein intelligentes Wesen geben muss. Redet dann aber unaufhörlich, ohne auf sein eigenes Ziel hinzuarbeiten. Und da entsteht dann ein konfuses Wirrwarr von falschen Behauptungen, falsch verstandenen Zitaten und irrelevanten Analogien. Er dreht sich immer nur im Kreis und wenn er etwas nicht beantworten kann, sagt er nur: Francesco Redi, Louis Pasteur. Schon recht sonderbar. Nur, er ist ja nicht in der Lage, seinen geliebten Schöpfer, Strich Gott, in irgendeiner Form zu belegen. Er sagt immer nur, er kann es und macht es. Nur passiert eben genau das nicht. Ich habe immer nur leere Floskeln gehört, ohne konkrete Hinweise auf einen oder seinen Gott. Die Behauptungen mit dieser DNA-Datenspeicherung und dieser so imposanten Zahl ist genau so wieder ein unverstandenes Zitat. Darauf basierend einen Gott als Urheber des Lebens verantwortlich zu machen, das ist albern. Lennox spult hier einfach ein simples Apologetenprogramm ab, ein fehlerhaftes Skript, wohl irgendwann mal von einem recht unbedarften Christen verfasst. Man hofft halt, dass die Worte Harvard und Terabyte unheimlich beeindrucken. Dabei ist das WISE oder WIS oder was immer Institut eine Kooperation verschiedenster Einrichtungen, nicht nur Harvard. Aber Harvard klingt eben besser. Und was haben die jetzt erforscht? Nun, es ist die Rede von einer Technik oder der Methode, analog zur DNA Daten zu speichern, statt eben binär. Und, naja, es sind 615 Petabyte pro 1 Gramm DNA denkbar, nicht nur 700 Terabyte. Und das ist ein Experiment. Das ist derzeit viel zu teuer. Das ist nicht irgendwie, dass die gesagt haben, es ist nicht möglich, eine Urzelle zu programmieren und in der DNA ist so viel drin und deswegen gibt es Gott. Alles, was hier behauptet wird, ist fehlerhaft. Und mit ein wenig Sorgfalt wäre Lennox das bestimmt auch alleine aufgefallen. Hier noch ein weiterer Fact-Check.
Etwas, was Lennox als Basis seiner Überzeugung zu sehen scheint. Leider ist es nur das, was ich ja in meiner Einleitung angekündigt hatte. Ein unverstandenes Zitat. Also, Francesco Redi und Louis Pasteur haben nicht, in keinster Weise, die Entstehung des Lebens mit ihren Experimenten belegt oder widerlegt. Was sie gemacht haben, das war eigentlich grandios, weil sie die These der spontanen, der sofortigen Entstehung von Leben widerlegt haben. Also die Entstehung quasi aus dem Nix, ex nihilo. Also was gemeinhin die Götter so machen. Und egal, was meine Frage war und wie ich auch argumentiert habe oder irgendwie versucht habe, mal irgendwo hinzukommen, Lennox fiel immer wieder auf Francesco Redi und Louis Pasteur. Er fiel immer wieder darauf zurück. So dass es schon ein bisschen traurig war. Ja gut, ich habe es halt mit Humor genommen. Dass hier nicht viel Sachverstand bezüglich Biologie, Biophysik, Chemie und Physik zu erwarten war, das ist klar. Nur, was mich wirklich überrascht hat, war die völlige Inkompetenz, wenn es um das Kerngebiet seines Glaubens ging, seinen Gott. Hier, okay, ich hatte mit den stärksten Argumenten gerechnet. Und da kam da nichts, rein gar nichts. Nur ein paar leere, unbelegte Behauptungen. Kein einziges Argument. Und also Lennox konnte auch irgendwie nichts mit dem Begriff Argument anfangen. So schien es mir jedenfalls. Also so scheint es mir heute und immer noch so. Nur mal so zum Verständnis. Ein Argument ist eine Sammlung von Annahmen, logischen Deduktionen oder Fakten, die ein Ergebnis oder Resultat demonstrieren. Also ich habe eine Prämisse, 1, 2, 3 und dann eine Konklusion. Das heißt also, der Boden ist nass. Autos fahren mit eingeschalteten Scheibenwischern und wenn ich meine Hand ausstrecke, wird die nass. Das heißt, die Konklusion ist, es regnet. So, das ist die deduktive Version, in der das Ergebnis zwingend korrekt ist, wenn die Prämissen korrekt sind. So. Lennox aber nimmt Prämissen in der Form von unbelegten und teilweise auch unbelegbaren Behauptungen und tut so, als seien dies Argumente, die außerdem korrekt sind. Basierend worauf? Nichts. Also, hier kann ich nur den Artikel zum Beispiel in Wikipedia über Argument empfehlen, der sehr viel nützliche Informationen enthält. Also, ich will jetzt nicht Lennox blamieren und jeden Satz analysieren. Was ich gelernt habe und jetzt weitergeben möchte, ist, dass so, also sowohl Apologeten, egal von welcher Geschmacksrichtung, was die erstmal lernen sollten, ist zunächst recherchieren, dann prüfen, kritisch prüfen. Und erst dann etwas behaupten. Und Nichtgläubige, so wie ich, sollten lernen, diese ganzen Scharmützel um die Behauptungen einfach zu überspringen und sich auf den Kernpunkt, also den jeweiligen Gott oder was immer das jetzt ist, darauf selber zu fokussieren. Und ich selber habe das erst viel zu spät getan in dieser Diskussion. Damit geht nämlich alles viel flüssiger. Und wir können durch Fragen, durch einfaches Nachfragen erreichen, dass falsche Aussagen nicht widerlegt und ich nicht konfrontativ irgendwie dann mit Auseinandersetzung dann irgendwie behandelt werden, sondern aufgrund eigener Einsicht zurückgezogen werden. Und das gilt gleichermaßen auch für mich. Ne? Also ich sage nicht nur, dass es nur für den Lennox gilt. Ne? Denn ich gehe nicht davon aus, dass ich alles weiß und richtig verstehe. Daher ist auch bei mir Nachfragen wirksam, damit ich selber sehen kann, wo genau ich falsch liege. Oder einfach nur besser werden kann. Warum Lennox bei der Umsetzung von Urzelle auf seinen Gott so völlig versagt hat, ist mir ein Rätsel. Hier sollte in meinen Augen seine Kernkompetenz liegen. Ich meine, dass er wissenschaftliche Themen nicht so ganz versteht und da viel Blödsinn aushebt, das ist mir klar. Aber wenn es um seinen Gott geht, sollte er besser argumentieren können. Da muss er sich doch auskennen. Aber da kam dann nichts. Und das hat mich wirklich überrascht. In meinen Augen kann ich mich nicht einfach hinstellen und sagen, dass es uns heute nicht möglich ist, die Urzelle zu reproduzieren oder auch nur komplett zu erklären, daher Gott. Aber genau das ist ja passiert, leider. Na gut, also insgesamt war diese Diskussion für mich interessant, da ich erstens immer von einer höherwertigen Argumentation im Vergleich zu Islam-Apologeten ausgegangen bin und da jetzt eines Besseren belehrt worden bin und zweitens in dieser ersten Konfrontation, für mich zumindest mit einem christlichen Apologeten, gelernt habe, nicht auf Details einzugehen, sondern die Konzepte rauszuarbeiten durch Fragen. Danke an Torge, dass er das Geschehen so ruhig kontrolliert und auch an Lennox, dass er seinen Standpunkt so enthusiastisch verteidigt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao für now.